Wir haben für euch heute das aktuelle Marktwert-Update aus der englischen Premier League und wir starten gleich mit drei ganz großen Namen. Mohamed Salah macht einen gigantischen Sprung, verdoppelt fast seinen Marktwert und liegt nach seiner Fabelsaison aktuell bei 150 Millionen Euro. Kevin De Bruynes Marktwert klettert und klettert. Der Belgier und Ex-Wolfsburger steht mittlerweile ebenfalls bei gigantischen 150 Millionen Euro. Und es gibt noch einen Spieler, der 150 Millionen Euro mittlerweile wert ist, Harry Kane. Der Marktwert des Stürmers von Tottenham klettert um 25% und jedes Tor für England bei der WM in Russland wird ihn noch wertvoller machen. Und nun wollen wir einen Blick werfen auf die deutschen Spieler in der Premier League und ihre Marktwertentwicklung. Und wir schauen auf Leroy Sané zunächst. Sein Marktwert klettert von 75 auf 90 Millionen Euro. Bei einer erfolgreichen WM könnte er sogar noch wertvoller werden. Emre Can, der Marktwert des heiß umworbenen deutschen Nationalspielers, steigt leicht von 28 auf 30 Millionen Euro. Es ist immer noch nicht klar, wo er in der kommenden Saison spielen wird. Auch für den ehemaligen Ingolstädter Pascal Groß geht's von 9 auf 10 Millionen Euro hoch. Bei Mesut Özil bleibt alles unverändert. Der Mittelfeldspieler der Gunners ist immer noch rund 50 Millionen Euro wert. Und zum Schluss wollen wir auf drei prominente Namen schauen, deren Marktwert sich nach unten entwickelt hat. Wir starten bei Cesc Fabregas. Der Marktwert des Spaniers geht etwas runter. Er wurde auch nicht für die WM vom spanischen Nationaltrainer nominiert und steht nur noch bei 30 Millionen Euro. Der Franzose Laurent Koscielny verliert 25% an Marktwert. Für ihn bitter, dass er die WM aufgrund eines Achillessehnenrisses verpasst. Und für den großen Wayne Rooney geht's ebenfalls bergab. Er ist nur noch 10 Millionen Euro wert. Er steht womöglich kurz vor einem Wechsel in die amerikanische MLS.